Die Corona-Pandemie ist hart. Für uns alle. Und obwohl es in Münster und auch bundesweit immer mehr Lockerungen gibt, leiden dennoch immer mehr Menschen an einer psychischen Belastung. Vor allem betroffen sind Kinder und Jugendliche. Laut einer Studie leidet mittlerweile jedes dritte Kind an einer psychischen Belastung. Vor der Pandemie waren es nur 20%, also jedes fünfte Kind. Geht es manchen Betroffenen so schlecht, dass ein normales Leben und/oder eine ambulante Therapie nicht mehr ausreicht, besteht die Möglichkeit eines klinischen Aufenthalts. Zum Beispiel am Universitätsklinikum Münster. 11.000 MitarbeiterInnen, 1.500 Betten, knapp 40 einzelne Fachkliniken. 2019 wurden hier mehr als 600.000 PatientInnen ambulant oder stationär behandelt. Eines der besten Krankenhäuser Deutschlands in Münsters Westen. Das Wahrzeichen der Klinik, die Bettentürme, die noch aus vielen Kilometern Entfernung gut zu erkennen sind. Ich stehe jetzt vor dem Gebäude der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier werden Betroffene auf mehr als 5 Stationen tagesklinisch, ambulant oder stationär behandelt. Zu den Behandlungsschwerpunkten gehören unter anderem Depressionen, Angststörungen und Verhaltensstörungen. Genau das sind die Krankheiten, die während der Pandemie deutlich zugenommen haben. Aber warum ist das so? Und warum sind vor allem junge Menschen so stark betroffen? Und wie ist die Situation in den Kliniken? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit Dr. Marius Janssen, Diplompsychologe am Universitätsklinikum, verabredet. Er kann uns diese Fragen beantworten. Man hört ja immer häufiger, Kinder und Jugendliche leiden ja zunehmend unter psychischen Belastungen während der Corona-Krise. Können Sie diese These bestätigen, auch bei Ihnen in der Klinik? Ja, die These können wir so bestätigen. Mit zunehmender Dauer auch der Pandemie oder jetzt gerade ab dem zweiten Lockdown und dem dritten Lockdown spüren wir immer deutlicher die Konsequenzen. Also schon, dass es mehr Anfragen gibt insgesamt, dass aber auch Kinder, die vorher eher leichtere Symptome hatten und zum Beispiel ambulant behandelt werden konnten, mittlerweile doch häufiger und schneller teilstationäre oder stationäre Therapie benötigen, dass also die Schwere der Symptome auch zunimmt, das kriegen wir mit. Welche Symptome oder Krankheiten sind es denn, die momentan besonders auffällig sind? Ja, also zum einen fällt auf, dass depressive Zustände zunehmen bei Kindern und Jugendlichen. Da ein Stück weit zugehörig ist auch der Schulabsentismus. Das kommt jetzt mehr. Das sind Kinder, die Schwierigkeiten haben, die Schule zu besuchen, aus nicht immer den gleichen Gründen. Es können Ängste zugrunde liegen, die Schule zu besuchen. Es kann aber auch sein, dass sie sich dem nicht gewachsen fühlen, überfordert fühlen. Spezieller jetzt noch sind eben auch ja, Zukunftsängste beziehungsweise auch konkrete Krankheitsängste, die zunehmen. Dass also Kinder, aber auch Jugendliche eben sehr stark mit Angst darauf reagieren, konfrontiert zu sein mit dem Virus oder das Nahestehende oder sie selber schwer erkranken können. Die Tendenz ist also klar. Gerade Angststörungen, Depressionen und Schulabsentismus, also Schulverweigerung, nehmen während der Corona-Pandemie deutlich zu. Aber warum sind vor allem Kinder und Jugendliche so stark betroffen? Gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass dieser soziale Austausch, die soziale Nahrung, das ist so etwas, was für die Entwicklung ganz entscheidend und wichtig ist, dass sie zufrieden sind und dass sie ihre grundlegenden Bedürfnisse befriedigen können, stärker als bei den Erwachsenen. Und das zu kompensieren, fällt gerade Kindern und Jugendlichen viel, viel schwerer. Ne? Die sind sonst vielleicht in Vereine angebunden gewesen, die haben sich, wie gesagt, in der Schule viel getroffen. Und wenn das wegfällt, dann kann da viel von den Grundbedürfnissen, die die Kinder haben, auf einen Schlag verloren gehen. Und diese anhaltende Stressreaktion kann eben dann dazu führen, dass sie niedergedrückte Stimmungen entwickeln, dass der Antrieb nicht mehr so sehr da ist, dass sie sich zurückziehen und so. Und das sind immer die Risiken, die dann entstehen für die Entwicklung zum Beispiel von einer Depression oder einer Angststörung. Könnten denn, sofern die aktuelle Situation noch länger anhält, langfristige Auswirkungen oder Folgen erkennbar sein? Also wir gehen davon aus, dass es auch langfristige Folgen geben wird. Und nochmal, man muss auch der Einzigartigkeit dieser Situation Rechnung tragen. Das ist jetzt etwas, was wir vielleicht, während wir da drin sind und uns arrangieren damit und gucken, wie wir zurechtkommen, gar nicht so sehr spüren. Aber letzten Endes ist gerade jetzt für jüngere Kinder, wenn man das mal als Lebenszeit rechnet, stellen Sie sich vor, ein dreijähriges Kind, das eigentlich den Kindergarten besucht hat, wenn da jetzt ein Jahr lang es zum Beispiel schon die Situation mit den Hygienemaßnahmen, dem Abstand halten, den Masken gibt und zeitweise der Kindergarten gar nicht besucht wird, das ist dann ein Viertel oder ein Drittel teilweise der Lebenszeit gewesen. Im Interview wird deutlich, dass Kinder und Jugendliche unter den Corona-Beschränkungen deutlich leiden und zukünftige Folgen nicht unwahrscheinlich sind. Aber auch die Kliniken haben aktuell Probleme, die sie zu bewältigen haben. Ja, also es ist so, dass wir
schon recht lange Wartelisten haben, was auch damit zu tun hat, dass wir vorübergehend auch die Belegung runterfahren mussten, ein bisschen, um aus hygienischen Maßnahmen, um auch der Corona-pandemischen Situation gerecht zu werden. Aber man muss davon ausgehen, dass zwischen 4 und 6 Monaten eine Wartezeit betragen kann. Wir stehen auch ein bisschen ja, jetzt in der Situation und unter dem Druck zu gucken, wie lange können wir effektiv behandeln, vor dem Hintergrund dessen, dass die Warteliste aber auch lang ist und andere auch Behandlung benötigen. Und das kriegen viele Kliniken jetzt zunehmend zu spüren, dass man dem so ja, Schwierigkeiten hat, gerecht zu werden. Was müsste sich an der aktuellen Situation ändern? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit Betroffene entlastet werden und weniger Menschen erkranken? Die soziale Deprivation, das, was über das Social Distancing jetzt gemacht wurde und über die dazugehörigen Lockdown-Bedingungen, ist eigentlich das, was am tiefgreifendsten zu dem Stresserleben bei den Menschen führt und was am stärksten eine psychische Beeinträchtigung erstmal darstellt. Deswegen sollte nach unserer fachlichen Einschätzung sehr darauf gesetzt werden, das, was gerade nicht so stattgefunden hat und was ausgeglichen werden muss, dass man dem besonderes Augenmerk schenkt und dass man erkennt, dass das gerade im jüngeren Alter der Kinder das Wesentliche gerade ist. Es ist ja gerade viel die Diskussion, man hört ganz, ganz viel von Nachhilfe, wie soll der Stoff aufgeholt werden, nicht, dass die Kinder sitzen bleiben, wie auch immer. Und man missachtet dabei aber total, dass wenn man sich das so als Bedürfnispyramide vorstellt, die eigentlichen Bedürfnisse der Kinder viel, viel grundlegender gerade sind. Laut Dr. Janssen müsste dafür gesorgt werden, dass Kinder und Jugendliche schnell wieder Anschluss zu alten Aktivitäten und Treffpunkten finden, aber auch, dass man gerade die Schule als Ort begreift, wo die Kinder zusammenkommen, wo vielleicht auch solche hinkommen, die da viel, viel mehr Risiken tragen, auch jetzt komplett rausgerissen worden zu sein, im Unterschied zu anderen. Und da muss man wachsam sein und die muss man besonders fördern. Woran erkennt man, dass Personen im privaten Umfeld psychische Probleme haben und was kann man als Angehöriger oder als Angehörige eines Betroffenen tun? Der wichtigste Anker ist erstmal, dass man merkt, dass was sich grundlegend auch ändert. Also, dass sie ihr Kind beispielsweise überhaupt nicht mehr gut erreichen können, dass das Kind wesentlich gereizter auf Ansprache reagiert oder dass das Kind sich in einem Maße zurückzieht, wo die Eltern sagen, das ist wirklich eine neue Qualität, das hat so noch nicht gegeben, ich erkenne mein Kind da auch gar nicht so recht wieder. Das sind auf jeden Fall Warnsignale, wo wir raten, da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen und sollte auch nicht zögern, denn grundsätzlich gilt bei uns in der Behandlung ja auch, je früher wir mit einer Behandlung ansetzen können, umso besser ist die Prognose für die Behandlung. Erstmal vielleicht den Kinderarzt oder die Beratungsstelle, aber auch möglicherweise auch direkt, wir bieten das ja auch direkt an, sich bei uns in der Ambulanz vorzustellen, dass man da gemeinsam dann schauen kann. Obwohl der Corona-Lockdown so langsam vorbei ist, die Folgen bleiben. Die Corona-Isolation tat uns allen überhaupt nicht gut. Manche Menschen wurden psychisch krank oder bereits vorhandene Symptome haben sich weiterhin verschlechtert. Und wie wir gesehen haben, vor allem jüngere Menschen sind betroffen. Die Gründe sind meines Erachtens nach wenig überraschend. Auch wenig überraschend, die psychiatrischen Kliniken leiden unter einem enormen PatientInnenandrang, extrem lange Wartelisten und dazu auch noch eine reduzierte Anzahl an Behandlungsplätzen. Also, tut euch was gut, es erholt euch gut und vor allem bleibt gesund.